Unser heutiger Gast ist Dr. Willie Jolly. Er ist ein sagenhafter Motivationsredner, ein Autor und ein guter Freund. Er hat zahlreichen Unternehmen mit seinen Vorträgen und Menschen durch seine Bücher geholfen. Er strahlt sehr viel Ermutigung aus. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Bitte begrüßen Sie mit mir Dr. Willie Jolly. Hallo. Danke, Bobby. Schön, Sie wiederzusehen. Ebenfalls schön, wieder zurück in meinem südkalifornischen Zuhause zu sein. Das können Sie laut sagen. Ich habe nur eine Minute, 60 Sekunden verstreichen. Wurde mir aufgezwungen, habe nicht drum gerungen. Aber ich muss sie ergreifen. Ich muss sie gebrauchen, nicht missbrauchen. Eine Minute ist eine Kleinigkeit, doch sie birgt eine Ewigkeit. Hallo, Hour of Power. Das ist gut, Mann. Eine Power-Minute. Genau. Großartig, das ist gut. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Das letzte Mal haben Sie sogar gepredigt. Ich war weg. Ich weiß noch, worum es in Ihrer Predigt ging. Sie haben darüber gesprochen, dass jeder Rückschlag der Ausgangspunkt für ein Comeback ist. Ganz genau, Rückschläge als Chance nutzen. Weil so viele Menschen auf der Welt diesen Vortrag sahen, wurde das Buch dazu, Alles wird besser, zu einem weltweiten Bestseller. Deshalb freue ich mich so über die Gelegenheit, wieder hier sein zu dürfen. Wie Sie schon sagten, war ich das letzte Mal als Redner hier. Nicht zum ersten Mal, ich habe ja schon 3 oder 4 Mal hier gepredigt. Aber heute ist es das erste Mal, dass ich als Interviewgast hier bin. Ich würde ja gerne die Predigt halten und singen. Denn viele Leute fragten, singen Sie? Ich sagte nächstes Mal. Aber heute bin ich hier, um darüber zu sprechen, jetzt das beste Leben aller Zeiten zu haben. Das ist gut, sehr gut. Schon Ihr Name passt perfekt dazu. Sie heißen Willie Jolly, Willie Fröhlich. Sie sind einer der fröhlichsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Wie schaffen Sie es, immer optimistisch, ermutigend und positiv zu sein? Ich bin dankbar. Ich stehe jeden Tag mit einer dankbaren Haltung auf. Ich zeichne keine mentale Kraftlinie um meinen Körper, sondern sage einfach, es ist ein guter Tag. Ich erhalte mir meine Dankbarkeit. Letztes Mal habe ich über mein Buch Alles wird besser, Rückschläge als Chance nutzen gesprochen. Mittlerweile habe ich 2 neue Bücher geschrieben. Eins ist ein Ehebuch. Meine Frau und ich sind seit 34 Jahren verheiratet und haben schon seit über 30 Jahren keinen Streit mehr gehabt. In einer Fernsehsendung in Portland fragte mich jemand ungläubig, Sie haben noch nie einen Streit gehabt? Ich erwiderte, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir haben seit über 30 Jahren keinen Streit mehr gehabt. Die ersten Jahre waren wie der Dritte Weltkrieg. Aber wir haben Prinzipien von weisen Mentoren gelernt. Das Buch heißt Make Love, Make Money, Make It Last. Auf jollymarriage.com kann man ein kostenloses Probekapitel lesen. Im zweiten Buch geht es um das, was Sie angesprochen haben. Wie man eine positive Haltung hat und wie man richtig mit Rückschlägen umgeht. 2006 erhielt ich einen Anruf von einer Firma, die einen Rückschlag erlitten hatte, und zwar von Ford. Die Firma sagte, wir brauchen ein Comeback. Ich arbeitete mit Ford in den Jahren 2006, 2007 und 2008. Im Jahr 2009 war Ford der einzige der 3 großen amerikanischen Autohersteller, der keine finanzielle Hilfe von der Regierung brauchte. Ford kam von einem Millionenverlust zu einem Milliardengewinn. Und daraufhin schrieb eine Zeitung über Fords Comeback und erwähnte meinen Namen als jemand, der zum Comeback beigetragen hatte. Und dann sagten alle, wir wollen auch, was Ford hat. Ich bin also dankbar. Das neue Buch heißt An Attitude of Excellence, eine vorbildliche Haltung. Darin geht es um die Prinzipien, die ich durch meine Arbeit mit Ford gelernt habe. Diese Prinzipien gelten genauso für Individuen. Einen Comeback-Geist und eine positive Haltung zu haben. Die Haltung ist eine Denkweise. Hervorragende Leistung ist eine Fähigkeit. Tut man beides zusammen, passiert Unglaubliches. Großartig, Dr. Jolly. Ich glaube, häufig haben wir das Gefühl, wie soll ich mir eine dankbare Haltung bewahren, eine vorbildliche Haltung, wie es in Ihrem Buch heißt, wenn die Dinge so schlecht laufen und das schon seit langem. Viele Menschen haben mit Gesundheitsproblemen, Scheidungen, Beziehungsstörungen und anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das macht es ja so spannend. Als ich das letzte Mal hier war, hieß ich nur Willie Jolly. Nach meinem Vortrag 2012 ging ich an die Uni, um meine Doktorarbeit zu schreiben. 2013 promovierte ich im Bereich Theologie und schrieb eine Doktorarbeit zum Thema vom Glauben angetriebener Erfolg. Und jetzt beginnen wir mit jollygoodnews.org, einer christlichen Arbeit, die Menschen eine gute Nachricht bringt. Denn man kann morgens mit schlechten Nachrichten, mit schrecklichen Nachrichten, mit Fake News aufwachen und das deprimiert einen. Aber die Bibel sagt in Sprüche 15, Vers 30, dass die gute Nachricht einem das Gebein stärkt. Sie macht einen fit wie ein Turnschuh. Oder wie Maya Angelou sagen würde, ein starkes Gebein stärkt das Rückgrat. Ich möchte Leute ermuntern, jollygoodnews.org zu besuchen. jollygoodnews.org.
Werden Sie Teil der Gemeinschaft. Wir werden dort einige meiner vergangenen Vorträge einstellen und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, eine gute Nachricht kann ganz viel bewirken. Als ich als Redner startete, kämpfte ich damit, mein Unternehmen über Wasser zu halten. Und dann bekam ich die Gelegenheit, einen Vortrag in Orlando in Florida zu halten. Ich flog nach Orlando, hielt den Vortrag und erntete Standing Ovations. Dann bekam ich einen Scheck. Ich war ekstatisch. Ich flog zurück und als ich den Scheck ein zweites Mal herauszog, war ich deprimiert, weil ich sah, dass es sich um einen bescheidenen Betrag handelte. Ein älterer Herr auf der anderen Seite des Ganges fragte mich, wie geht es Ihnen? Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir, dass er Pastor sei. Ich fragte, halten Sie jeden Tag Vorträge? Er sagte ja. Ich fragte, fliegen Sie jeden Tag? Er sagte ja. Und dann verendete er mein Leben mit einem positiven Impuls. Er sagte, junger Mann, schätzen Sie mal, wie alt ich bin. Ich meinte, um die 60. Er sagte, ich bin 88 und das Beste kommt noch. Das ist gut. In dem Moment schaltete alles in mir um. Ich ging mit einer neuen Haltung nach Hause. In den 25 Jahren, die seitdem verstrichen sind, bin ich in die Ehrenhalle für Redner aufgenommen worden, bin zu einem der 5 Top-Redner der Welt gekrönt worden, habe Bestseller veröffentlicht, bin im Fernsehen und Radio aufgetreten. Das ist bloß die Spitze des Eisbergs. Und ich bin hierher gekommen, um Ihnen ohne jeglichen Zweifel zu sagen, Ihr Bestes kommt noch. Ihr Bestes kommt noch. Amen. Danke, Dr. Jolly. Bobby, das Beste kommt noch. Ihr Bestes kommt noch. Ja, das glaube ich.